Herzlich willkommen zu unserem Podcast heute mit Daniel Zoll, ein Social-Media-Experte, mit dem wir gerade eine neue Agentur gestartet haben. Mit Dan rede ich heute darüber, was es bedeutet, was Neues anzufangen, eine neue Marke von null auf aufzubauen, vor so einem weißen Blatt Papier zu stehen und Schiss zu kriegen. Ich glaube, davon kann man eine Menge lernen, hoffe ich, vielleicht. Man lernt aus den Fehlern anderer ja am besten. Dan, aber bevor ich jetzt versuche, dich vorzustellen mit all deinen Stationen und der Komplexität deines genialen Lebenslaufs, würde ich das einfach dir überlassen. Erzähl doch mal, wer du bist und wieso du bist. Das ist ganz lustig. Normalerweise lesen die Personen, die mich vorstellen müssen, dann einfach vor, was ich bei LinkedIn in meine Biografie geschrieben habe. Das ist so, man kann heutzutage ja sein Narrativ selbst gestalten, indem man einfach bei LinkedIn reinschreibt, was man will, und die meisten Leute nehmen sich gar nicht so, also vollkommen normal, recherchieren gar nicht so viel mehr als über das LinkedIn-Profil hinaus. Danke, dass du mir jetzt die Arbeit überlässt, mich selbst vorzustellen, mache ich natürlich gerne. Ich bin Dan, ich komme ursprünglich aus einem kleinen Dorf in Bayern, bin dann vor, ich glaube, 13, 14 Jahren, es ist noch nicht so lange her, dass ich mich Berliner nennen darf, darf man halt einfach nicht, wenn man zugezogen ist, aber bin da über eine Dekade her nach Berlin gezogen, zum Politikstudium damals und dann beim Radio gelandet. Und sag mal, hat dich Politikstudium dazu gebracht, also bist du zum Politikstudium gekommen, weil du die Welt verändern wolltest oder weil du mehr so die machiavellischen Machenschaften durchblicken wolltest? Boah, wahrscheinlich beides, super spannend, aber von Machiavelli wusste ich vor meinem Studium noch gar nichts, hab dann aber natürlich auch den Fürsten gelesen von Machiavelli. Ich bin eigentlich hin, weil ich hatte 8 Wartesemester und konnte halt. Ne, also der NC an der FU Berlin für Politikwissenschaften war damals, ja, das ist ja schon wirklich lange her, glaube ich bei 1,6, 1,5. Wow. Ich mit meinem 3,3er Abi, ja, man könnte jetzt sagen, ja, aber es ist ein bayerisches Abi, nee, ist trotzdem schlecht, aber ich habe es geschafft. Konnte mir am Anfang gar nicht so viel aussuchen. Hab dann in der Zwischenzeit bis zum Studium so ein bisschen Moderationstraining gemacht, Sprecherziehung. Ich komme ja ursprünglich, also ich bin geboren in Unterfranken und da hat man so ein rollendes R. Und das ist ja, ich mochte das nie, aber das hatte ich. Ich hatte wenig Dialekt, aber so ein rollendes R. Und alles war so weich, so fürchterlich. Also für die Leute, die es wirklich interessiert, ich habe früher auch gerappt. Und es gibt ganz viele, ich habe mehr als 40 Auftritte als Backpack-Rapper mit meiner Crew in Bayern. Also das ging von Bamberg über Nürnberg bis nach München, wir waren überall unterwegs. Und da habe ich in meinen Songs, wenn man sich das heutzutage anhört, dann hört man, also wahrscheinlich erkennt man mich gar nicht, aber da habe ich noch dieses rollende R. Ich habe ein redaktionelles Volontariat gemacht bei Radio Jam FM, so ein früher noch sehr, sehr rap-lastiger Sender gewesen. Dann auch on-air moderiert, aber ich habe eine sehr, sehr direkte Sprache. Die Leute, die mich kennen, die kennen auch meine sehr direkte Sprache, ja, Gossensprache, Kodderschnauze, keine Ahnung, sind manchmal ein paar Schimpfworte dabei. Das kommt nicht so gut an bei Programmdirektion und Medienanstalten. Und ja, dementsprechend, Medienanstalten sagen dir, mit denen hast du sicherlich auch schon zu tun gehabt. Und hab dann eben den Weg hinter die Kulissen gefunden. Und einen YouTube-Kanal aufgebaut für den Sender, mittlerweile auch, ich glaube, 550k FollowerInnen. Auch wenn wir später vielleicht drüber reden, ob FollowerInnen überhaupt die Zahl ist, sei mal dahingestellt. Es ist auf jeden Fall ein gut gewachsener, großer YouTube-Kanal. Hab da tausende Videos gedreht. Hab Facebook aufgebaut, Instagram aufgebaut, TikTok, Snapchat, alles drum und dran. Und seit circa 7, 8 Jahren bin ich selbstständig. Und hab große Firmen beraten. Also die Logos sieht man auf unserer Website, kurzmal.co. Wenn es euch interessiert, geht auf die Website, scrollt nach ganz unten, dann wisst ihr, wen ich beraten habe, schon alles. Also ich glaube, alles, was man halt so kennt an Firmen in Deutschland, durfte ich schon mal besuchen und mein Wissen dort weitergeben. Letztes Jahr habe ich noch ein Buch geschrieben, Spiegel-Bestseller-Autor. Ist jetzt langsam auch so ein Weird-Flex, ne? Muss man sagen. Aber kommt ja, ich habe ein Buch über Social Media geschrieben. Das hat sich ganz gut verkauft und hat, ja, wie gesagt, für dieses rote, in Bayern würde man sagen, Babbel oder so, gereicht. Und jetzt habe ich mit dir gegründet. Und zwar Ende 2023 eine Videoproduktionsagentur. Und weißt du, was das Lustige ist, Simon? Den Leuten, denen ich davon schreibe, und also als ich das auch verkündet habe, meinte ich so, Digga, es wurde ja auch endlich mal Zeit. Also warum so spät? Und ich habe mich dann auch gefragt, warum eigentlich so spät? 3 Jahre zuvor hätte ich es auch schon machen können, 4 Jahre zuvor war das Ganze auch schon ein Thema, 4 Jahre zuvor war die Zeit, wo ich als erstes Unternehmen in Deutschland einen TikTok-Facefilter bekommen habe, by the way, muss ich auch mal sagen, gemacht mit den Leuten von ByteDance in Shenzhen oder irgendwo oder Shanghai, war super lustig
Und ja, jetzt habe ich mich aber getraut und das auch nur, weil du da bist und dein Team. Also auch da schon mal an der Stelle Shoutout an Kara. Kara, Beste. Beste GF. Ich war gestern, ich weiß nicht, wie offen wir hier reden dürfen, aber ich glaube schon. Und ich war gestern, ich spreche ja immer mit Kara auch so ein bisschen. Sie mentort mich so. Und gestern war ich mal in so einem Gespräch, wo sie nicht als meine Mentorin quasi unterwegs war, sondern in ihrer Rolle als Geschäftsführerin. Und ich habe ihr auch heute geschrieben, ich meine so, ey, es war super krass, wie du die Sachen zusammengefasst hast, strukturiert hast, nachgefragt hast, wenn du was nicht wusstest. Also du hattest nicht jetzt so diese Angst davor zu sagen, ich verstehe was nicht. Fand ich auch super. Mhm. Und wie du dann auch Aufgaben verteilt hast und alles, mind blown. Für mich zumindest. Ja, war cool. Nice. Ja, es hört sich gut an. Du hattest gesagt, dass du irgendwie ne, viele Punkte in deiner Laufbahn vorher hattest, über die letzten 3-4 Jahre, in denen du hättest auch gründen können. Was hat dich damals abgehalten davon? Ich bin ganz offen. Ich habe zum einen, läuft ja mein Beratungsgeschäft super gut. Also es gab jetzt nicht so zwingend den Grund. Zum anderen hatte ich auch Angst vor den Aufgaben und von dem ganzen Organisatorischen. Das hat sich für mich erstmal so riesengroß angefühlt. Ja, ich war faul. Vielleicht kann man es so runterbrechen auf faul. Ich war einfach zu faul dazu. Das soll jetzt nicht heißen, dass meine andere Arbeit unanstrengend ist. Also ich glaube, im Vergleich zu anderen Leuten mache ich immer noch sehr, sehr viel. Aber das erschien mir zu groß. Und du hast ja, glaube ich, vorher auch schon mal gesagt, ich weiß nicht, ob das in der Aufnahme drin ist oder in einer unserer Testaufnahmen oder wie auch immer, dass es gut ist, aus den Fehlern anderer zu lernen. Und ohne, dass ich dir jetzt was unterstellen möchte, glaube ich, dass du in den letzten, ich weiß nicht, wie lange gibt es jetzt, klein aber schon, 5 Jahre davor einen anderen Namen gehabt, dass du extrem viele Fehler gemacht hast, aus denen aus denen ich lernen kann und die ich nicht noch machen muss. Und für mich ist das einfach eine super Chance ohne großes Risiko. Und von dem her hat sich das für mich einfach angeboten. Plus, also ich fühle mich gut betreut von euch. Das ist wie betreutes Gründen. Kann man das so nennen? Das ist betreutes Gründen. Das ist vielleicht die passende Formulierung dafür. Und dementsprechend freue ich mich da einfach tierisch drüber, das zu machen. Vielleicht zum Kontext, was betreutes Gründen jetzt in unserem Fall heißt. Also wir haben gesprochen vor vielen, vielen Jahren mal im YouTube-Space in Berlin. Ja. Ich weiß nicht, warum du da warst, aber ich glaube, dass irgendein Googler oder irgendein Kunde dich mitgebracht hatte und wir waren jedenfalls auch da als YouTuber und wir sind da ins Gespräch gekommen und dann haben wir uns 6 Jahre nicht gesehen oder sowas und haben uns letztes Jahr auf der OMR wieder getroffen, bei diesem Education Abend, dieser Abendveranstaltung da, dieser Party. Und Shoutout geht raus an Rolf, der es geschafft hat, dass ich aus meinen 4 Wänden mal rausgehe, weil er mich eingeladen hat zum OMR. Also Rolf Herrmann, du bist mitverantwortlich für alles hier. Ja, dito. Also ich bin auch eigentlich nur deswegen da gewesen, hat er jetzt eigentlich nicht so. Und ich habe auch eigentlich mehr oder weniger nur mit dir gesprochen. Aber jedenfalls sind wir dann kurz ins Gespräch gekommen und da hast du mir gesagt, nee, das kommt, so Agentur und sowas, das würde für dich überhaupt nicht in Frage kommen und hättest du gar keinen Bock drauf, so mit mehr Menschen als dir selbst oder als einem, ne, also so dem Kreis, den du sozusagen da kontrollieren kannst. Und bei uns ist über das letzte Jahr oder über die letzten Jahre, muss man eigentlich sagen, sind immer mehr Nachfragen passiert, die nichts mit unserem Kern zu tun haben. Also KleinAber ist ja rein YouTube-Agentur, wir machen nichts anderes, wir machen YouTube und da alles, aber nur YouTube und nichts weiter darüber hinaus. Und in den letzten Jahren sind aber immer mehr Fragen von Kunden gekommen, die zufrieden waren mit dem, was wir da gemacht haben, gesagt haben, hey, könnt ihr nicht auch diese Kampagne für uns machen, könnt ihr nicht auch unser Insta, könnt ihr nicht was auch immer, ne? Und es ist ja ziemlich dumm, eigentlich einem Kunden zu sagen, nee. Warum hat es bei dir so lange gebraucht, ist jetzt dann die Frage. Naja, also ehrlicherweise war meine Philosophie eigentlich immer, ich konzentriere mich auf eine Sache. Also ich habe seit ich selbstständig bin,
also seit 2007, 2008 irgendwie so nach der Schule, habe ich immer gesagt, nee, ich konzentriere mich auf eine Sache, ich mache keine Nebenjobs, ich konzentriere mich wirklich auf diese Sache, ich mache lieber, verdiene ich nix und mache jeden Scheißjob, aber für mich selbst, als dass ich irgendwo in so ein größeres Ganzes reingehe und dann nebenbei versuche, irgendwie meine Kreativität auszuleben oder sowas. Und ich habe oft mit befreundeten YouTubern gesprochen, Gründerinnen und Gründern gesprochen, und viele, die so umtriebig sind, machen ja so tausend Dinge, ne? Also die haben dann, ja, ich habe hier nur so eine Social-Media-Agentur und dann habe ich hier noch das Dropshipping und dann habe ich noch da das und hier mache ich noch den Podcast und da meine ich so. Ich hatte immer das Gefühl, wow, also faszinierend, wie jemand den Kopf dafür haben kann oder vielleicht, also für mich steckte zumindest immer viel da drin, mich so hart zu konzentrieren. Und das hat mich total davon abgehalten, auch jetzt zu sagen, ich mache irgendwas außerhalb von dem, was wir schon machen. Und das Gleiche eben auch für Klein Aber als Fokus, ne? Also zu sagen, wir machen YouTube und das, da kann ich mit Sicherheit sagen, dass wir das wirklich gut machen. Während wenn ich jetzt, also ich weiß halt, wenn wir irgendwie tausend Sachen machen, dann kann ich nicht mehr guten Gewissens sagen, wir können das alles richtig gut. Das ist einfach unwahrscheinlich, ne? Und dafür ist die Social-Welt auch viel zu komplex geworden, ne? Also es ist ja nicht mehr so, dass du sagen kannst, wir haben eine, so wie als ich angefangen habe, irgendwie gab es Digitalagenturen und das hat original war das schon eine krasse Einschränkung. So, was, ihr macht nur digital, ihr fokussiert euch auf digital und so. Und dann kamen irgendwann so Social-Agenturen. Das war dann die Einschränkung innerhalb von digitalen. Heute ist das ja, also funktioniert das ja gar nicht mehr. Ne? Du brauchst noch viel mehr Spezialisten, in meinen Augen zumindest. Und im letzten Jahr haben wir dann gesagt, hey, wir müssen aber für diese Kunden ein ganzheitlicheres Angebot schaffen. Weil auf der anderen Seite merken wir auch, dass immer mehr Kunden, gerade internationalere Kunden, auch konsolidieren, ne? Und sagen, wir wollen eigentlich nicht mehr einen Pool managen von 20 Agenturen. Wir haben die Womanpower auf unserer Seite gar nicht, das alles zu steuern. Und deswegen brauchen wir irgendwie idealerweise eine Reduzierung in den Ansprechpersonen. Und um dem auch gerecht zu werden und das Dienstleistungsverständnis, das wir haben, über mehr Bereiche anbieten zu können, haben wir gesagt, hey, wir brauchen eigentlich, wenn wir rausgehen aus unserem Komfort, aus unserer Komfortzone, YouTube verlassen sozusagen, dann brauchen wir Menschen an unserer Seite, die Experten auf ihrem Feld sind, die sich da richtig, richtig gut auskennen. Wir können so das Ganze, den langweiligen Kram mitbringen. So, ne? Wie macht man so Prozesse und Agenturgedöns und HR und so diesen Kram. Ne? Wir sind da absolut nicht die Besten und haben da absolut keine große Expertise, aber immerhin haben wir es halt mal gemacht. So, ne? Und wie du gesagt hast, in den letzten 13 Jahren sind wir oft genug auf die Fresse geflogen und haben viele Fehler gemacht und was man halt so macht als blauäugiger, gutgläubiger Mensch, der erwartet, in allem nur das Beste zu sehen und zu wollen. Ja, und dann hatten wir auf der OMR gesprochen und dann im Oktober, weiß nicht, nee, nicht Oktober, im Ende des Jahres halt nochmal, bin ich dann ja auf dich zugekommen und hab gesagt, so, hey, sag mal, ne, kennst du da jemanden? Weil du hattest ja gesagt, du machst das nicht. Und dann hast du gesagt irgendwie, hey, vor zwei Wochen habe ich gerade drüber nachgedacht und dann war es Match Made in Heaven. Ja, also das war auch ein gutes Timing, ehrlich gesagt. So. Du hast ja jetzt für dich auch in der Gründung zum ersten Mal eine Situation, oder weiß nicht zum ersten Mal, aber du hast für dich in der Gründung ja eine Situation jetzt gehabt, wo du selbst vor so einem blanken Blatt Papier stehst, wo es noch keine Marke, also nicht mal eine Marke gibt, wo du nicht reinkommst und sagst, hier ist sind meine Personas, hier ist mein Zielmarkt. Also klar, wir sind uns des Produktes natürlich bewusst gewesen und haben auch in unseren Vorgesprächen, ja, bevor wir gegründet haben, viel darüber gesprochen, welche Zielgruppe wollen wir auch ansprechen, mit wem wollen wir arbeiten, also was sollen Markenkunden mitbringen, damit wir irgendwie Spaß an denen haben und denen auch wirklich helfen können. Aber trotzdem ist es ja jetzt von der Art, wie wir kommunizieren, wie wir auftreten, als kurz mal total frei. Du kannst plötzlich alles tun. Es gibt niemanden außer dir selbst, der sagt, nee, das geht nicht. Und das ist ja eine Situation, die, ich sag mal, die einem selten begegnet, aber vor der, glaube ich, super viele Marketingmenschen in jetzt so Konzernen oder so älteren Unternehmen stehen, die, ja, es gibt die Marke mit Heritage und in dem Fall bist du die Marke, ne? Also du als Dan, als die Speaker-Persönlichkeit, als die Person, die Menschen halt kennen und auch ja, ne, potenzielle Kundinnen und Kunden irgendwie schon mal vielleicht gehört haben und so. Und diese Persönlichkeit, die soll natürlich irgendwie erhalten bleiben und gleichzeitig wandelst du die, weil jetzt bist du halt nicht mehr allein, jetzt bist du nicht mehr der Rebell, der reinkommt und ne, so von den Leuten mal, dem
dem König ins Gesicht, hier der Narr, der dem König jetzt mal, ne, irgendwie vor den Thron kackt und sagt, du musst alles anders machen, sondern du bist jetzt plötzlich irgendwie Berater und Unterstützer, der auch begleitet und so weiter. Also deine Rolle verändert sich und deine Marke muss sich damit natürlich auch weiterentwickeln. Und ich stelle mir das, also bei uns hat sich das ja sehr, sehr auch organisch ergeben über die Zeit. Also wir sind ja in diese Marke Klein Aber so ein bisschen reingewachsen. Also wir hatten halt Klein Aber Hanna und dann haben wir irgendwann gesagt, warte mal, Klein Aber Hanna ist irgendwie bekannter als die Filmproduktion, die wir haben. Es ist irgendwie smarter, das vielleicht irgendwie, ne, so zu verändern. Aber wie war das für dich jetzt vor diesem blanken Papier zu stehen? Weil wie gesagt, ich glaube, dass viele Marketeers vor dieser gleichen Herausforderung stehen. Ne? Eine alte Marke, ja, aber gleichzeitig, wo fange ich überhaupt an? Ich habe 1000 Kanäle, die ich bespielen kann. Ich habe 1000 Möglichkeiten, wie ich diese Marke in die heutige Zeit hole, wie ich anfange zu kommunizieren. Bei null. Wie war das für dich? Ich glaube, für mich war es, wie es, oder ist es immer noch, wir sind in diesem Zustand, wie für alle anderen auch. Man sollte wahrscheinlich, also ich kann nur von mir sprechen, das kann auch kompletter Bullshit sein, so, aber ich war auch erstmal so ein bisschen überfordert und habe gedacht, okay, das sollten wir machen. Was für mich immer ganz gut funktioniert, ist mal sich, ich habe ja schon mal eine Marke aufgebaut, in dem Fall mich, und die hat sich ja auch entwickelt. Es hat angefangen mit einem Service, mit einer Plattform, mit einer Art von Produkt, mit dem ich Geld verdiene, hin zu jetzt 10, 20 verschiedene Sachen. Das Problem ist halt, du stehst heute so da und weißt, was alles so möglich ist und was du alles machst, aber vergisst halt häufig, wie du angefangen hast und mit einer Sache. Und deswegen versuche ich jetzt gerade im Kopf immer mal wieder so einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, hey, pass mal auf, nicht alles auf einmal wollen, sondern eine Sache mal machen und ständig hinterfragen. Also vielleicht mal so ein kurzes Beispiel. Ich bin groß geworden über Tutorials. Mhm. Ich habe YouTube-Tutorials zum Thema Instagram gemacht. Damals, als das voll wenig Leute gemacht haben. 2, 3 BeraterInnen haben das gemacht vielleicht, aber die haben auch schnell wieder aufgehört. Deswegen ich mit 2 Videos die Woche bin da recht schnell sichtbar geworden, auch bei Google. Und dann dachte ich jetzt auch so, okay, jetzt meine, ich habe ja jetzt einen festangestellten Mitarbeiter, dann habe ich noch freien Mitarbeiter, jetzt kommt noch eine weitere Mitarbeiterin hinzu, dann euch noch im Hintergrund als Riesenteam, aber das zähle ich jetzt erstmal nicht dazu. Und dann dachte ich zuerst so, okay, mein Ivan, der muss jetzt Tutorials machen zum Thema Videoschnitt und so, und dann werden die Leute merken, dass das so, lange Rede, kurzer Sinn, das haben wir jetzt 4-mal gemacht, danach ich so, Digga, das bringt gar nichts, das ist totaler Quatsch. Da kommen wir nicht weit, das machen andere besser, das wird's nicht sein. So, Ivan schon angekotzt, weil er so sagt, hey Dan, aber du sagst einen Tag so und dann 2 Wochen später sagst du ganz anders. Sag ich, ja, aber das ist jetzt der Prozess, ich weiß es ja selbst nicht. Und switchen dann um und überlegen dann, okay, pass mal auf, Expertise, ich stehe auf meinen Kanälen für Expertise. Warum auf einem anderen Kanal das jetzt machen und nicht auf meinem Kanal zum Beispiel einfach dieses Thema mit einpflegen, weil der schon läuft. Und auf den anderen Kanälen wiederum ein anderes Thema bespielen, eine andere Art von Storytelling machen, anderes Ziel verfolgen und versuchen das auch so aufzuschlüsseln, wie ich es halt immer anderen Leuten sage, ist so, ey, du hast ja wahrscheinlich ein sehr vielseitiges Produkt oder mehrere Produkte bei dir in der Firma und überleg nicht, dass du jetzt alles auf einem Kanal machst, sondern teils auf mit verschiedenen Zielsetzungen, mit verschiedenen Zielgruppen, die du erreichen willst. Das verstehe ich, Dan, aber hast du dir da selbst genug Zeit gegeben? Weil das ist ja auch was man immer wieder sieht, ne? Ist, dass Kunden irgendwie was ausprobieren, nach 4 Videos erwarten, dass es erfolgreich ist, sagen, das Video hat ja gar keine Millionen Aufrufe gemacht, das kann doch gar nicht funktionieren, das dann einstellen. Also hast du dir da lang genug Zeit gelassen? Ja. Also ich schon. Okay. Also weil ich meine, ich bringe ja auch eine gewisse Erfahrung mit und ich denke ja viel drüber nach. Und es waren nicht die Klicks, die darüber entscheiden, ob ich das jetzt weitermache oder nicht, sondern es war so die Sinnigkeit dahinter. Also der strategische Background, ja, auch, sozusagen. Also passiert ist dann Folgendes. Ich sag so, ey Ivan, bevor du jetzt Videotutorials auf Instagram machst und auf TikTok, glaube ich, dass es viel, viel klüger wäre, wenn du auf LinkedIn ordentlich kommunizierst, auf einer Meta-Ebene, ja, nicht mit schneide da, was auch okay ist. Also es gibt ja unterschiedlichste Ansätze und alles kann funktionieren, wenn man es irgendwie durchzieht. Aber ich sehe eine größere Chance auf einer anderen Plattform,
mit einer anderen Kommunikationsform, die weniger Aufwand macht, die uns eher ergänzt, anstatt irgendwie das schon Vorhandene verwässert, aufteilt und unsinnig macht. Und eigentlich war, die Entscheidung ist jetzt nicht mal gegen das Prinzip des, gibt den Leuten einen Mehrwert in Form von Content, der irgendwas, der denen halt hilft, sondern es ist einfach nur ein Switch des Formats der Plattform. Mhm. Und dadurch auch so dieser, ich glaube, wir haben die Chance, die sich gerade auf LinkedIn bietet, ist größer. Ich glaube, da ist weniger Konkurrenz in dem Bereich, wenn man das hochwertig macht. Und wir können mit weniger Aufwand schneller die passenden Leute erreichen. Das ist für mich alles. Und es geht immer noch um dasselbe Thema. Aber wir setzen uns jetzt nicht hin und konkurrieren mit jedem 14-jährigen Creator, der zu Hause auch sitzen kann, sich mit CapCut ausschneiden kann. Was ich den Leuten immer sage, Digga, wir gehen alle in dieselbe Arena. Mit welchen Waffen? Wenn du konkurrierst mit Leuten, die schneller sein können, authentischer sein können, jünger sind, die ein ganz anderes Produkt haben, die am Schluss vielleicht den 10-Euro CapCut-Kurs verkaufen wollen, da kannst du nicht. Das ist nicht das, was, da kannst du nicht konkurrieren mit denen. Da gibt es tausend Leute, die das besser, schneller irgendwas machen. Aber ich weiß, dass wenn wir Ivan auf LinkedIn platzieren, dass die Konkurrenz dort nicht so groß ist und dass wir dort viel, viel schneller für etwas stehen können, die passenden Leute erreichen können, ohne Umwege, als auf TikTok. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Also, zu 100%. Es ist einfach also klüger ist jetzt für ja, uns. TikTok ist jetzt ja auch keine klassische B2B-Plattform, während ne, das, was wir jetzt als Agenturen logischerweise irgendwie anbieten, eher ein B2B-Service ist. Ja, und ich glaube, dass TikTok auch dazukommen, also wir bespielen das ja auch, aber wir werden da jetzt was anderes machen, wenn wir Zeit dafür haben. Ist es dann eher eine Recruiting-Plattform oder siehst du die auch als Kundenakquise-Plattform? Ich habe Kunden akquiriert auf YouTube, auf Instagram etc., aber über einen anderen Weg. Aber YouTube und Instagram sind auch andere Plattformen für eine andere Generation, oder? Also am Ende des Tages sind bei TikTok über 21 Millionen Menschen monatlich in Deutschland unterwegs. Da finde ich Leute. das ist unwahrscheinlich. Es ist halt nur die Frage, wie komme ich dann, wer bucht mich am Schluss? Also bei mir war das immer so, Social-Media-Managerinnen haben irgendwie ein Problem gehabt mit Instagram, haben danach gesucht, haben Tutorial von mir gefunden und wenn ein halbes Jahr später geheißen hat, hey, wir wollen Instagram, wir wollen unser Team aufschlauen, wen können wir nehmen? Oh, der Dan, der hat mir mal was beigebracht, den finde ich gut, den werfe ich mal in den Ring und dann wurde ich gebucht. Und es funktioniert auch weiterhin und das funktioniert auch über TikTok mit Sicherheit. Aber es ist nicht mein erster Ansatz jetzt in dem Moment. Also ich priorisiere dann einfach die Plattform und gucke, okay, wo ist eine hohe Chance, wo muss ich nicht so viel reinstecken? Also das kostet trotzdem Arbeit, das kostet Zeit und es kostet Geld. Ja, aber wo habe ich die beste Chance, am meisten rauszuholen? Bei welcher Plattform, mit welcher Zielgruppe? Weil weniger Konkurrenz da ist, weil der Weg vielleicht direkter ist oder sonst wie was. Und wenn ich das beherrsche, dann kommen die anderen Sachen auch dazu. Also auch da sei schon mal gesagt, wir werden auch einen CapCut 10-Euro-Kurs irgendwann verkaufen und den werden wir über TikTok dann raushauen. Aber das ist noch nicht das erste. Oh Gott, Simon, jetzt schon niemals. Dann machen wir ihn für 1.000 Euro, ist ja egal. Die Verbindung ist gerade schlecht, Dan. Aber das ist so, da einfach priorisieren. Und das ist das, was die meisten Unternehmen auch lernen müssen und ich halt eben auch. Ich wollte ja auch das. Mhm. Ist so, ey, nicht alles auf einmal anfangen, sondern erstmal gucken, okay, wo kann ich mit den vorhandenen Ressourcen am schnellsten das meiste rausholen, da fokussiere ich mich drauf, wenn es läuft, mache ich die nächste Plattform und die nächste Plattform und die nächste Plattform. Weil alle haben was. Und du kannst überall Leute ansprechen, du kannst überall irgendwas für dich und dein Geschäft rausziehen. Und so läuft es da gerade. Also es ist aber so ein Hin und Her und wahrscheinlich, wenn wir diesen Podcast in 4 Wochen nochmal aufnehmen, werde ich wieder was ganz anderes sagen. Aber ja, das ist halt so. Und wenn du jetzt, ne, also dieses auch sich, ich sag mal, schnell ändern und so weiter ansprichst, also auf etwas loszulegen, nachzujustieren, hast du manchmal die Herausforderung, irgendwie dich gelähmt zu fühlen aufgrund der Masse an Entscheidungen, aufgrund der, also es gibt ja diesen Information Over oder diesen Decision Overload, ne, dass man irgendwie, wenn man so 100 Optionen hat, manchmal irgendwie sich gar nicht mehr entscheiden kann. Und du hast ja, ne, schon davon gesprochen, dass es viele Entscheidungen sind, also welche Plattform, welches Format, welche, ne, Ansprache an die Zielgruppe und so weiter. Hast du damit gar kein Problem, weil du einfach vom Typ her das Schnellboot bist sozusagen, oder hast du auch diese
ja, diese Wahllähmung, sage ich mal. Also sie ist, diese Lähmung ist schon ein bisschen größer geworden. Das liegt aber auch daran, dass ich auch euch nicht enttäuschen will. Ganz offen gesagt. Also es gibt, früher war das immer so, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, ich habe irgendwas aus dem Bauch schnell entschieden. Ich habe gemerkt, oh, war eine dumme Entscheidung. Habe ich gesagt, oh, lagst du falsch. So. Jetzt nicht so, dass von eurer Seite aus irgendwas kommt. Habe ich noch gar nicht erlebt. Aber in mir drin ist so, ja, wenn Simon fragt, hey, warum hast du jetzt 50k auf den Kopf gehauen? Und ich sag nur so, ey, Simon, war wegen Bauch. Dann denkst du dir aus, ey, Digga, komm, gib mir doch wenigstens 2 gute Gründe. Vielleicht hast du irgendwas so. Nee, war Bauch. Und ich bin mir 100% sicher, du bist ja auch ein Bauchmensch. Sehr häufig, aber auch sehr, sehr analytisch, was ich ja liebe, weil es mich eben ergänzt. Das ist das Einzige, was mich bei Entscheidungen momentan so ein bisschen so nachdenken lässt, weil ich immer denke, was würde Simon tun? Was würde Kara tun? Was würde vielleicht ein Yannick tun oder eine Hanna? Und das ist das Einzige. Und ansonsten, ich versuche mich gerade, ey, es ist wirklich schwierig, Simon. Es ist wirklich für mich gerade schwierig, aber ich versuche mich einfach so auf die Basics zu konzentrieren gerade. Ich einfach nur die Basics. Ich versuche einfach alles andere auszublenden. Und wenn, was weiß ich, Britta aus dem HR das hört. Britta, sorry, dass ich manche Sachen ausblende aus dem HR. Und Elisa, sorry, dass du auch irgendwelche Sachen klären musst für mich. Und ich entschuldige auch, wenn die Personen, die fürs Studio zuständig sind, von mir genervt sind. Aber ich blende diese Sachen, versuche die auszublenden. Und für mich ist jetzt gerade so, ich konzentriere mich einfach auf die Basics. Und ganz offen, mein wichtigster Punkt ist gerade, ich möchte Kundschaft. Ich möchte, dass ich den Traum, den ich auch davon habe, von dieser ganzen Agenturgeschichte, und zwar, dass ich geilen Content für coole Kunden machen kann und coole Kundinnen und meinen Content-Traum leben darf, gemeinsam mit diesen Leuten, das will ich verwirklichen. Und mein größtes Ziel ist, ich denke mir immer so, ja, man verdient auch am Schluss noch sehr, sehr viel, wenn man weiß, wie man vielleicht Steuern stunden kann oder sonst wie was. Aber erstmal muss das Benzin rein und die Maschine muss gefüttert werden. Und das ist gerade so mein Hauptaugenmerk. Und der Rest, den versuche ich auszublenden. Ich glaube, das ist sinnvoll, dieser Fokus. Und ich glaube, dass Menschen ganz oft die Basics vergessen. Also das erleben wir ja auch in der Beratung jetzt auf Social Media ganz oft, dass Kunden die Basics eigentlich kennen und dann trotzdem nicht befolgen. Und so oft setzt man sich mit Dingen auseinander, wie an welchem Tag sollen wir uploaden, wie oft, wie warum. Die Sachen, die nicht wirklich den Unterschied machen, ob du erfolgreich bist oder nicht. Und die Basics, wir müssen Geschichten erzählen, die Leute hören wollen, die sie sich freiwillig anhören und anschauen, die die Leute bewegen und ihre Meinung und ihre Perspektive auf Themen ändern. Das ist ja im Kern das, was wir tun. Und diese Basics zu beherrschen, also einen Mehrwert zum Beispiel zu liefern und so weiter. Also ne, das beschreibst du jetzt ja im Bereich auf das ganze Business, aber es, glaube ich, ist ein ganz, ganz guter Ansatz. Und ich möchte unbedingt sagen, dass in meinen Augen mein Bauchgefühl hat mir etwas gesagt, eine sehr, sehr legitime Herleitung ist. Natürlich ist es in vielen Bereichen nicht smart, sich ausschließlich auf ein Bauchgefühl zu verlassen. Aber das ist etwas, das ich versucht habe, auch mit allen Menschen, mit denen ich regelmäßig zusammenarbeite und denen ich irgendwie Verantwortung übertragen möchte, das auch immer zu bestärken, dass das auf das eigene Bauchgefühl hören ein total wichtiger Baustein ist. Und ich glaube, du bist da sehr, sehr gut drin, weil du als Selbstständiger damit auch auseinandergesetzt hast. Also du musst dich viel auf dein Bauchgefühl verlassen. Das ist aber was uns in der Schule und über unser Leben, also in der Art, wie wir Menschen ausbilden, uns ganz oft abtrainiert wird, weil es nicht als ein legitimer Grund akzeptiert wird, zu sagen, ich hatte das Gefühl, dass das eine gute Idee ist. Ratio, ne? Und ich glaube, dass wir unser Bauchgefühl dadurch total verlernen, darauf zu hören. Und in 99% der HR-Entscheidungen, also der, wann stelle ich jemanden ein oder wann feuere ich jemanden, wusste ich lange, bevor es irgendwie an einen Punkt kam, an dem es ne, zum Beispiel eskaliert, dass es nicht passt oder dass es passt. Und die falschen Entscheidungen waren immer aus dem Kopf heraus, zu sagen, ja, aber auf dem Papier sieht es so geil aus oder ich brauche die Person gerade so dringend oder was auch immer. Ne? Und dieses Bauchgefühl ist eigentlich, ich habe das noch nie erlebt, dass das Bauchgefühl nicht gestimmt hat. Und dazu 2 Dinge ergänzend.
ich mache ja nichts aus dem Bauch heraus, was meine komplette Existenz betrifft. Ja, sondern es ist immer so, es geht immer darum, okay, ich wäge ja immer Chancen und Risiken ab. Das ist alles, was ich mache, die ganze Zeit in meinem Leben, auch bei Content. Das sage ich auch Kundinnen. Ich sage, wäge einfach ab. Wie hoch ist das Risiko? Okay, wie hoch ist die Chance? Und wenn das Risiko gering ist und die Chance groß, ja, dann mache ich das. Wenn die Chance gering ist und das Risiko groß, ja, dann mache ich das halt nicht. So, und das zweite Ding ist, habe ich letztens, glaube ich, auch in einem Podcast gehört, der Mensch ist ja auch kein rationales Wesen, sondern ein rationalisierendes Wesen. Also das heißt, die Entscheidung ist nie rational, aber du versuchst dann deine emotionale Entscheidung zu rationalisieren. Ob das jetzt so stimmt oder nicht, das muss irgendein Freud oder sowas sich überlegen oder nochmal analysieren, kein Plan. Aber das fand ich eigentlich ganz gut, weil manchmal redet man sich ja dann in so eine Entscheidung, die eigentlich aus dem Bauch rauskommt, das. Und man versucht dann ja durch irgendwelche echten oder halt durch greifbare Analyse, Daten oder sonst wie was, das dann irgendwie sich dann einzureden, ja, das ist eine rationale Entscheidung. Aber eigentlich, das meiste passiert aus dem Bauch. Und ich kann nur sagen, uns wahnsinnig langsam, ne? Also wir haben das ja auch oft in Projekten, dass wir eigentlich alle wissen, was eine gute Idee wäre. Und dann bringst du super viel Zeit damit zu, das nochmal herzuleiten mit Daten, das nochmal zu belegen, damit dann alle wirklich auch nachher sagen können, ja, aber guck mal, wir haben das entschieden, weil hier sind 1000 Daten, die das erklären. Und letztendlich hätten wir schon einen Monat vorher irgendwas umsetzen können, was eine smarte Idee gewesen wäre. Es gibt ich glaube, es ist in The Art of War, diese Beschreibung eines Heerführers, der auf einem Berg steht und der entscheiden muss, in welche Richtung er seine Armee schickt. Und die Frage ist, ne, also er weiß nicht, von welcher Seite der Feind kommt. Und er hat jetzt die Möglichkeit, die Armee also abzuwarten, bis er den Feind sieht und die Armee in die richtige Richtung zu schicken oder die Armee in die eine Richtung zu schicken und wenn er feststellt, dass sie in die falsche Richtung unterwegs ist, sie in die andere Richtung umzuziehen. Und in dieser Fabel geht es oder in dieser Erzählung geht es darum, dass es oft sinnvoller sein kann, in eine Richtung zu gehen, zu merken, dass du in die falsche Richtung unterwegs bist und zu korrigieren, anstatt zu warten, bis du siehst, welche Richtung die richtige ist. Und ich glaube, dass wir da als rationalisierende Wesen, wie du es gerade beschrieben hast, halt sehr, sehr oft in eine Schockstarre verharren und warten in der Hoffnung, noch mehr Informationen zu kriegen, noch mehr Rationalisierungspotenzial zu entwickeln, bevor wir eine Entscheidung treffen, statt zu sagen, wie du, ich probiere jetzt das auf TikTok aus, ich probiere das jetzt auf YouTube Shorts aus, ich probiere das jetzt auf Instagram aus, merke, ne, ist es nicht, und switche rum auf eine andere Plattform, aber du hast losgelegt, du hast einen Head Start. Genau, und das ist eben die Sache, wir gucken meistens auf die Leute und das sind die Leute, die Trends setzen, die halt einfach mal in so eine Richtung gehen und von 100.000 Sachen, die versucht wurden, kriegen wir nichts mit, sondern nur von denen, die funktioniert haben. Und wenn man auch das als Unternehmen auf Social Media, wenn wir es jetzt mal in meine Welt ziehen, einfach ab und zu mal sagt, okay, pass mal auf, lass doch mal das ausprobieren einfach. Vielleicht macht es auch noch keiner und es gibt noch keine validen Daten, aber es kostet uns halt nichts außer einen von 30 Tagen und das können wir verkraften. Das ist halt so, wie ich es immer machen würde. Es gibt ja auch einen Unterschied zwischen, ich habe eine gute Begründung, warum es inhaltlich oder strategisch Sinn ergibt, etwas zu tun, im Großen versus im Kleinen. Und ich glaube, das ist halt, ne, wir gehen oft, überdenken wir viele der kleinen Dinge. Und du hast in einem Unternehmen, glaube ich, profitierst du wahnsinnig davon, zum Beispiel nicht vorzugeben, also dir nicht so viele starre Gerüste irgendwie Korsetts anzuziehen, welche Plattform, mit welcher Frequenz, mit welchen Formaten und so weiter, das alles komplett durchzudeklinieren, sondern eigentlich, und ich glaube, das ist etwas, das dann auf der anderen Seite lustigerweise oft vergessen wird, Ziele zu definieren, die messbar sind, KPIs zu definieren, mit denen du diese Ziele messen kannst, die beiden Sachen nicht zu verwechseln, und dann zielgerichtet zu arbeiten. Was oft passiert ist, wir versuchen, statt das Ziel zu formulieren, die Leitplanken so eng zu setzen und so klar zu definieren, dass man nur das Ziel treffen kann, dass man gar nicht links und rechts rauskommt. Wir versuchen damit zu antizipieren, unsere Strecke so zu bauen, ne, dass sie nur zu einem Ziel führen kann, anstatt das Ziel zu benennen. Darauf zu vertrauen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter smart genug sind, nachzujustieren, nachzusteuern, um das Ziel zu treffen. Und
ich glaube, das ist etwas, was halt oft viel, viel sinnvoller ist. Also sich darüber einig zu werden, was wollen wir eigentlich erreichen? Und dann, wenn du das die Leute fragst, dann kommt sowas wie, hattest du vorhin gesagt, Thema Follower, ne? Irgendwie, ja, 500.000 Abonnenten. Dann sagst du, warum denn? Das ist ja kein Ziel, das ist ja eine KPI. Das ist ja irgendwie, also klar, es kann ein Ziel sein, das ist halt ein unsinniges Ziel. Ja, also das muss man auch so, also in der Realität, und das weißt du, ist das ein Ziel für viele. Aber ob das jetzt... Genau, also die Herleitung des Ziels interessiert mich dann wirklich brennend, aber also was ich damit meine, es ist ja nicht ein sinnvolles Ziel, um auch darauf auszurichten, weil es gibt, lustigerweise, ich möchte den Namen jetzt gerade noch nicht nennen, weil ich noch nicht genug Recherche dazu gemacht habe, es gibt gerade einen YouTube-Kanal, der sehr, sehr gut darin ist, auf KPIs zu optimieren, ein Brand-Channel. Und das passiert halt, also wenn du dir die Performance anguckst, siehst du, dass im Detail die Performance nicht funktioniert, aber die einzelne KPIs wahnsinnig gut optimieren. Also zum Beispiel Subscriber. Sagen, hey, wir wollen Subscriber wachsen. Ja, dann schaltest du halt die neue Video for Action Campaign mit Subscribern als Goal und zack, hast du 367.000 Subscriber in einem Jahr gewonnen. Dann sagst du, naja, Subscriber sind ja nicht alles, die müssen ja auch interagieren. Dann sagst du, wunderbar, dann schalten wir das Ganze jetzt mit Likes. Und dann, also, weißt du, es ist so stumpfsinnig, weil das Ziel über, also die KPIs als Ziel quasi gesetzt sind, offenbar da, oder ich weiß nicht, was die sonst, so also was da sonst dahinter steckt, aber ne, also egal was du definierst als untergeordnetes Ziel, als Fassadenmetrik, ist es halt manipulierbar. Wenn du sagst, hey, wir möchten gerne irgendwie eine Durchsichtsrate von 70% haben, hoch von 60% oder so, ja, machen wir die Videos halt kürzer. Na, also es gibt ja für alles gibt es Hacks, alles gibt es irgendwie ne, Tricks sozusagen. Ich verstehe das, aber da jetzt zum Beispiel auch aus meiner Beraterrolle heraus, ist das so, ist vielleicht nicht das Sinnigste, aber wenn eine Person sagt, ich werde daran gemessen, weil es sind ja mehrere Leute in Unternehmen und das muss man ja mit beachten. Und die Person, die dann für einen Kanal zuständig ist, die weiß das vielleicht auch, aber die wird halt trotzdem daran gemessen, ja, weil halt die Person drüber und sonst wie was. Ja. Und das, dann macht das für mich schon Sinn. Und ich finde auch, da wäre ich jetzt auch gar nicht, wenn man offen drüber redet. Also wenn man sagt, ich weiß, wenn du mich anschaust, ich weiß, es ist dumm. Ich schaue dich an, ich weiß, es ist dumm. Aber ist es insgesamt klug, weil du deinen Job damit behältst, weil du alle ernähren kannst, weil ich dann auch das Budget bekomme und den Etat? Ja, ist es. Okay, dann lass darauf einigen. Wir machen jetzt das Dumme und dann machen wir das trotzdem cool. Und dann haben wir beide was von. Ob das jetzt... Es ist natürlich. Ja, aber das ist nicht der Punkt, aber das ist gar nicht der Punkt, um den es mir geht. Natürlich ist es in Ordnung, diese KPI-Ziele zu haben und die auch zu verfolgen als Realität unserer Jobs sozusagen. Aber was dann passiert ist, dass kein anderes Ziel definiert wird. Und was du halt machen musst in meinen Augen ist zu sagen, okay, ja, mein Chef hat mir gesagt, er will 1 Million Abonnenten. Aber ich weiß, das ist vielleicht nicht der smarteste Weg, unsere Ziele zu erreichen. Zu sagen, okay, dann definiere ich, auch wenn es vielleicht nicht mein Job ist, weil eigentlich wäre es der Job meines Chefs, definiere ich ein Ziel, das ich für sinnvoll halte. Und ich glaube, das ist halt der Punkt, der oft dann fehlt. Ne? Also ich sage dann, ja gut, wir wissen beide, Dan, ne, irgendwie eine Mio-Abos ist jetzt nicht die smarteste Metrik zu messen, aber ist halt die Vorgabe. Und wir versuchen dann, guten Content zu machen und so weiter. Aber bleiben wir zu schwammig in der Definition, was unsere Ziele sind. Weil es ist ja legitim zu sagen, ich nehme ein ganz simples Beispiel. Ne? Also wir wollen Awareness schaffen für ein Produkt oder wir wollen Loyalität fördern. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen in der Art, wie wir den Content strukturieren müssen und die wie wir und beides könntest du wahrscheinlich messen über irgendwelche Reichweiten, KPIs, meinetwegen auch Subscriber. Nagelt mich jetzt nicht darauf fest, dass das eine smarte Idee ist. Und damit erreichen wir vielleicht dieses uns gesteckte Ziel von 1 Million Abonnenten oder was auch immer. Aber wir müssen halt klarer darin werden, was dieses Unterziel ist. Wollen wir Awareness? Wollen wir Loyalität? Weil das die anderen Entscheidungen, die wir treffen müssen, dann mit beeinflusst. Und ich glaube, das muss halt gemacht werden, ne? Auf jeden Fall. Also ich für mich mache das. Also wie gesagt, mein Ziel ist jetzt gerade, ich möchte coole Kunden gewinnen, die gemeinsam mit mir Videos produzieren wollen. Punkt. Es wäre auch total dumm für mich zu sagen, hey, ich mache jetzt gar nicht mehr von dem, für das ich berühmt geworden bin, bekannt und erfolgreich und mache jetzt, oh, das passiert gar nicht mehr, ich erzähle jetzt irgendwas anderes. Und das ist zum Beispiel momentan auch ein Ziel von mir. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt darüber rede, aber ich finde es super spannend für die Leute, die es wirklich interessiert. Wie bekomme ich diese weitere Botschaft mit rein in meinen Content? Wie kann ich das langsam auch bei mir mit einfließen lassen? Wie kann ich den Account von Ivan mitbenutzen, um das einfließen zu lassen?
das ist, und so Kommunikationsziele finde ich halt auch immer super spannend, sich auch zu setzen. Was ich immer sage, was soll bei den Leuten hängen bleiben? Wenn die jetzt 20 deiner Videos gucken und sagen, ja, das war lustig. Ja, wenn du Comedy verkaufst, geil. Aber sonst halt schwierig. Und das ist auch so eine Sache, wo sich viele nicht bewusst sind im Unternehmen. Was wollen wir denn jetzt eigentlich kommunizieren? Und manche sind zu versteift, aber auch auf eine komische Kommunikation, muss man auch mal dazu sagen. Die wollen dann immer, ja, ich will genau das kommunizieren. Und dann interessiert es halt keine Sau. Wobei ich auch, hatten wir heute in einem Meeting, lieber erreiche ich nur 100 Leute und habe aber das gesagt, was ich sagen wollte. Und hoffentlich ist es auch angekommen, anstatt dass ich 2000 erreiche. Und die wissen, und ich habe irgendwas erzählt. Hey, ich habe 2000 Leute erreicht und habe irgendwas erzählt. Ja, okay, das ist ein total cool. Guter Punkt. Weil das ist ja auf, gerade wenn du dir anguckst auf TikTok, was viele Marken machen, dann ist es genau das, von dem du sprichst. Ne? Also ich versuche, mich auf den Marktplatz zu stellen, den Clown zu spielen, erreicht dann vielleicht meine Millionen Leute. Aber die Frage ist, habe ich denn das verändert? Habe ich die Markenimpression hinterlassen sozusagen, die ich hinterlassen wollte? Und ich glaube, dass du damit total recht hast, ne? Sich nicht nur der Ziele bewusst zu sein, also der Business-Ziele sozusagen, sondern eben auch der Kommunikationsweise, nenne ich es jetzt mal, ne? Wie denkst du, ist denn eine Balance dazwischen zu finden? Weil alles, was wir tun, braucht ja die Skalierung. Also es nützt ja, also jetzt hast du mit 100 und 2000 als Beispiel jetzt sehr tiefe Zahlen gegriffen. In der Regel werden die Kunden, für die wir arbeiten, weder mit 100 noch mit 2000 Reichweite zufrieden sein, sondern können wir wahrscheinlich 3 bis 4 Nullen dranhängen, damit irgendwie jemand sagt, ja, cool. Aber ne, wenn wir jetzt mal sagen, 100.000 versus 2 Millionen als irgendwie Reichweitenziel für ein Asset, sagen wir mal. Ne? Also wie differenzieren wir, die richtige Balance zu finden? Weil wenn wir jetzt sagen, wir erreichen 100 und die haben wir wirklich, die sind jetzt krass loyale Fans, oder wir haben 2 Millionen Leute erreicht und die haben jetzt zumindest mal von uns gehört. Also wie priorisieren wir in dieser Balance? Ist natürlich auch eine Frage der Zielsetzung und dem Ganzen außenrum. Aber insgesamt, was immer zum Beispiel, man kann das ja auf tausend verschiedene Wege. Wir waren ja dabei, Ziel kannst du auf 1000 verschiedene Wege erreichen. Ja. Und was wir zum Beispiel früher auch immer ganz gerne gemacht haben, war so zu sagen, hey, wir machen 2 Inhalte von 3, die viele Leute erreichen und das geben, was die Leute wollen unbedingt und das geben, was die Plattform will und ein, was wir wollen. Und wichtig ist aber auch, im besten Fall ist der eine, was wir wollen, auch optimiert und irgendwann fließt der mit in die anderen rein. Also bitte richtig verstehen. Im besten Fall kann ein Content-Piece nämlich alles machen. Aber wenn man, also das Schlimmste ist immer so eine Kompromisslösung. Wenn du jedes Mal Kompromisslösung machst aus, ja, wir wollen ein bisschen fresh sein, aber dann doch unfresh, das wird nie funktionieren. Lieber bin ich einmal richtig fresh und einmal richtig unfresh. Und im besten Fall schaffe ich es irgendwann, dass ich fresh bin und dabei trotz alledem meine Kommunikation Ziele erreichen kann. Das ist aber erst der Weg dahin. Und am Anfang kann man vielleicht auch eher sagen, bevor ich halt immer mit Kompromissen reingehe, überlege ich mir im Verhältnis, wie oft möchte ich kompromisslos auf Plattformen, auf Nutzerinnen optimieren und wie oft möchte ich kompromisslos auf Unternehmen optimieren. Und irgendwann schaffe ich es dann vielleicht beides zusammenzubekommen. Aber wenn ich halt von Anfang, also ich hasse das halt immer, wenn du merkst, okay, die wollen, aber halt können nicht. Und ich bin ja kein Freund von Kompromissen, muss ich dir auch sagen. Ne? Ich sage immer Kompromisse, dann ist jeder so okay damit. Aber es ist doch auch mal geil, wenn, lieber freue ich mich einmal richtig und einmal denke ich so, ah, heute bin ich nicht dran. Anstatt, dass ich die ganze Zeit halt so durchs Leben gehe und sage so, ja, ist schon okay. Denkst du, TikTok hat da ein Tasty-Problem bei dem, was du beschreibst? Also was ich meine, sind diese Tasty-Videos, diese Topshot-Videos, die es irgendwie vor, weiß nicht, 8 Jahren oder 9 Jahren plötzlich auf Facebook und Insta überall gab, wo jedes Unternehmen, egal ob du was mit Food gemacht hast oder nicht, hatten plötzlich diese Topshot-Videos. Und davor war es, glaube ich, Simple Show oder sowas, diese Legetechnik-Videos. Also es gab immer wieder so Trends. Und du hattest mir mal auch so ein paar Videos weitergeleitet, wo gefühlt eine Agentur einfach exakt das gleiche Konzept für mehrere Kunden dann irgendwie macht. Ne? Und du auch auf den ersten Blick, also gerade weil TikToks logischerweise auch recht kurz sind, irgendwie du gar nicht erkennst, irgendwie welche Marke da jetzt hintersteckst, auch eigentlich scheißegal, weil es sind irgendwelche Straßenumfragen oder was auch immer. Also oder ist es das, was die Plattform braucht und du musst das halt machen, ansonsten
ansonsten findest du da halt nicht statt. Ich finde, es ist kein Problem. Problem wird etwas nur, wenn es ausschließlich das ist. Das ist so, es ist auch wahrscheinlich kein Problem. Wäre jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber wenn du einmal im Monat ein Glas Wein trinkst, ist es noch kein Problem. Wenn du jeden Tag 5 Gläser Wein trinkst, könnte es irgendwann zum Problem werden. Und ich glaube, so ist es da genauso. Ich fänd's dumm, wenn man nicht auf Dinge, die funktionieren, also wenn man die nicht ausprobieren würde und auch für sich nutzt. Es muss aber, man sollte sich immer dem bewusst sein, dass man auch ab und zu mal was Eigenes machen sollte, um vielleicht herauszustechen damit. Also für mich ist es auch, es ist genauso, also es ist, wenn du nur dein eigenes Ding machst, finde ich es sehr, sehr, also zu kompromisslos und zu scheuklappenmäßig, genauso auch, wenn ich nur immer das mache, was funktioniert, dann muss ich nämlich alle 2 Monate irgendwas anderes machen, was auch okay ist. Die Leute sollen ja machen, was sie wollen, so, aber ich glaube, das ist halt super anstrengend auf Dauer. Die Mischung macht's. Also allein, wenn du es schaffst, vielleicht etwas, ja, also man darf funktionierende Formate nicht ignorieren. Also auch wenn alle irgendwie Straßenumfragen machen, by the way, Straßenumfragen ist super anstrengend, auch wenn es halt total billig aussieht, eine Person zu haben, die das kann, die das macht, die da, Digga, das ist das anstrengendste der Welt, also Respekt an alle, die Straßenumfragen machen, besonders auch vor der Kamera. Dieses Prinzip, und das ist vielleicht, sollte man eher mal überlegen, wenn man sagt, hey, pass mal auf, warum funktionieren denn, also man sollte Prinzipien hinterfragen in so einem Format. Warum funktionieren denn Straßenumfragen? Straßenumfragen funktionieren, weil du hast verschiedene Leute mit drin. Manchmal sind die lustig, manchmal kann man sich über die lustig machen. Manchmal ist es so ein Fremdscham-Effekt. Es ist immer so, du weißt nicht, was passiert. Es ist also eine gewisse Spannung da. Du hast Protagonistinnen, in die du dich vielleicht verliebst. Protagonisten, in die du dich vielleicht verliebst. Manche sind einfach schön, manche sind einfach verdammt klug. Manche sind absolute Freaks. Und das ist ja das, was diese Straße und die Art und Weise der Straßenumfrage ist vollkommen irrelevant. Also es gibt ja auch Leute, die setzen sich dann an einen Tisch oder auf eine Bank und sagen mit Leuten, hey, nenn mir einen Wunsch. Und dann reden sie über den Wunsch oder ein Kindheitstrauma. Das ist ja was ganz anderes als die Straßenumfrage. Hast du gerade Traum oder Trauma gesagt? Trauma. Ja, gibt's auch. Ey, Leute, es gibt solche Straßenumfragen oder so Sachen auf der Straße, wo Leute so, hey, schreib einen Wunsch von dir auf einen Zettel oder irgendein traumatisches Erlebnis, schmeiß ihn da ein und dann darfst du eins von einer anderen Person lesen und so. Das ist so spannende Sachen und ich bin ja ein Fan davon, sich einfach so mal im Kern anzugucken, warum ein Format gut funktioniert. Nicht die Ausführung kann man dann ja komplett anders machen. Das ist ja genauso, es gibt hunderttausende Formate im Fernsehen, überall, im Radio, auf TikTok, wo ältere Menschen da sind, wo jüngere Menschen da sind. Und wenn man vom Prinzip her guckt, ganz junge Menschen funktionieren immer, weil die sind lustig, ganz alte Menschen funktionieren immer. Und es bleibt dir dann überlassen zu sagen, was kann ich da draus machen, weil ich halt im Kern das Prinzip verstanden habe, zum Beispiel eben auch von der Straßenumfrage. Und deswegen, ich finde das vollkommen legitim und vielleicht schafft man es halt, so seinen eigenen Twist dazu zu geben und einfach den Kern zu nehmen und anders zu verpacken, dann ist es eigentlich super spannend, weil das verändert sich ja nichts, Simon, das weißt du doch auch. Also im Kern sind die Leute, wollen die immer das Gleiche in der Unterhaltung oder in der Information. Ich will irgendwas für mich rausziehen, ich will, dass es mir gut geht, ich will meiner Langeweile entgegenwirken. Da verändert sich nichts, nur die Form verändert sich. Und dementsprechend, es ist immer schon das Gleiche gewesen und es ist nicht schlimm, das zu machen, aber man sollte halt dann nicht denken, so, ja, jetzt bin ich die Geilste oder der Geilste, weil ich mache das jetzt halt auch und jetzt habe ich halt damit 1 Million Leute erreicht, so. Das ist klug, das zu machen, aber man darf sich nicht zu viel drauf einbilden. Du sprichst ja über, auf der einen Seite, den Unterschied zwischen Trends und dann, ne, ich sag mal, Mechaniken. Wir konzentrieren uns oft in der Sprache, in dem, was irgendwie sich Kunden auf Social wünschen, auf Trends. Und eigentlich reden wir nicht über Trends, sondern über Hypes. Wir reden nicht über die wirklichen Gesellschaftsbewegungen, sondern wir reden über den Tanz, über die, ne, was auch immer, also eben nicht die Mechaniken, von denen du gerade sprichst. Klar gibt es Erzählmechaniken, Geschichten, die universell sind, die immer funktionieren. Ich bin ganz bei dir, dass sich daran nichts ändert. Und trotzdem gibt es ja immer so Metatrends, also
Dinge, die sich schon verändern. Ne? Also AI war ein Thema letztes Jahr, das die jetzt nicht die Art, Geschichten zu erzählen, verändert hat, aber schon irgendwie ein prägendes Element sozusagen für den Content war. Hast du für dieses Jahr so, ich sag mal, einen Ausblick, womit rechnest du, was passiert, oder gibt es irgendwie was, worauf du dich besonders freust in diesem Jahr? Ehrlich gesagt, auf neue Kundschaft. Ich kann es dir nicht sagen. Also ich glaube, seit Jahren werde ich immer für irgendwelche Trend-Reports interviewt, so, und ich kann nicht in die Glaskugel gucken. Was ich glaube, was ich mir wünschen würde für dieses Jahr, ist, dass Leute es, besonders das Unternehmen, es schaffen, die Leute mitzunehmen auf, also ey, ich finde das so krass, was Dave auf YouTube momentan macht. So, der YouTuber Dave, solltet ihn kennen, so, der nimmt die Leute mit, der baut verschiedene Serien und zum Beispiel, wie er einen Porsche umbaut, wie er sich irgendwo hochtauscht, bla 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 bla. Und der hat so ein Thema und spielt das über 10, 12 Folgen Videos, und ich schaue mir auch nicht jedes an, aber wenn du dir mal eins anguckst, guckst du dir diese ganze Serie an und es ist irgendwie zeitlos, weil es ist irgendwie immer so eine kleine Geschichte, Heldenreise, schaffe ich's, ein kleines Thema von verschiedensten Seiten beleuchtet, anstatt heute mache ich Thema A, oberflächlich, morgen mache ich Thema B, oberflächlich, morgen mache ich Thema C, Digga, das... Den Scheißinhalt google ich innerhalb von einer halben Minute, da brauche ich mir dein Scheißvideo nicht angucken. So, also nimm mich doch mit. Also dieses, so ein über, also Formate, die über einen längeren Zeitraum Storytelling machen, das ist nichts anderes als bei der Bachelorette oder dem Bachelor, wo man halt wirklich mal sagt, hey, pass mal auf, wir haben jetzt von mir aus das Thema, ich baue mir mein Smart um, so wie, ich glaube, Justin Netwett oder sowas, er hat es geil gemacht auf Instagram. Und nimm die Leute meine mal Agentur. Mit. Hä? Ich gründe meine eigene Agentur. Ja, du, ganz ehrlich, also wir überlegen jetzt gerade auch nochmal dazu, bei TikTok so ein Format zu machen, wo Ivan eine Geschichte erzählt. Mal gucken, ob wir das irgendwie hinbekommen. Aber genau dieses, die Leute mal über einen längeren Zeitraum mal wirklich bei einem Thema mitnehmen. Also wir haben das doch auch sehr, sehr häufig so, wir machen was für die Umwelt. Und dann an einem Tag ist so, hey, zeigen wir 2 Minuten, wie wir Bäume gepflanzt haben. Beim nächsten Mal zeigen wir 2 Minuten, wie wir, was weiß ich, irgendwas anderes gemacht haben, anstatt einfach mal zu sagen, hey, wir begleiten mal wirklich den Prozess. Also Firmen sollten mehr werden wie ein Dan. Die sollten nicht nur kommen und mal kurz labern und danach wieder gehen, sondern die sollten durchziehen und sollten die Leute vielleicht dabei behalten. So, was ich jetzt mit der Agentur ja auch machen darf. Beweisen, mitnehmen, das ganze Becken, was man sonst immer erzählt, nur oberflächlich. Das ist... Also das würde ich mir wünschen, dass wir mehr in die Tiefe gehen, selbst mit kurzen Formaten. Also das heißt ja nicht, dass du immer 20-minütige Videos machen musst, aber wenn du dir teilweise solche Kanäle anguckst, ich weiß nicht, wie diese Zahnstocher da heißen mit Geschmack, und die sagen dann so, hey, unser Ziel ist, dass KSI unseren Zahnstocher benutzt. Und dann nehmen die dich über 5, 6 Videos mit, wie sie versuchen, KSI anzuschreiben, wie nichts zurückkommt, wie sie versuchen, die Community zu aktivieren, wie nichts zurückkommt, wie sie da hinfliegen. Und irgendwie macht das Spaß, zuzugucken. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, besonders heutzutage in der Welt, wo sich kaum noch jemand, besonders auf den kurzen Plattformen oder in einem Shorts-Feed, ja, in einem TikTok-For-You-Feed oder bei den Reels, die Leute nicht mal mehr so merken, von wem sie was geguckt haben, wird es immer wichtiger, dass du wiedererkennbar bist. Und das kann dein Gesicht sein, das kann eine Frisur sein, das kann ein Format sein, das kann irgendwie, und ich glaube, da muss man mehr reingehen als immer so random, ich mach mal heute das, morgen das. Ja, es kann halt auch ein Thema sein. Es ist jetzt wahrscheinlich auch viel zu verwirrend, was ich hier erzähle, aber lieber mal etwas über einen längeren Zeitraum ziehen. Also mein Traum, ich habe da ganz viele Content-Träume, so Serien zu erzählen. So. Also ich meine, dieses serielle Storytelling ist ja jetzt auch aufgekommen und so. Es ist ja nichts anderes wie damals. Also hey, wenn du dir How I Met Your Mother oder so anguckst, Digga, 11 Staffeln geht's immer. Also es ist ein großer Plot, aber viele kleine Side-Stories. Und das ist ja eigentlich, ganz ehrlich, Simon, das habe ich ja letztens gesagt, das, was ihr mit der Kleinanzeigen-WG geschaffen habt, das ist so ein Ding, was irgendwie
immer weiterläuft. Es hat einen Rahmen, aber es ist so, Leute bleiben gerne dran, die fühlen sich, wenn man mal in die Kommentare reinguckt, hey, warum steht denn ihr jetzt in der Küche, wann wird denn das aufgelöst, seid ihr umgezogen? Ey, Digga, das ist alles Fiction, Alter, fiktional und die Leute fragen wirklich, wieso sind die drin? Und so eine Verbundenheit kannst du nicht herstellen, wenn du immer heute das laberst, morgen das laberst. Und sowas würde ich mir wünschen. Eigentlich würde ich das, was ihr mit der Kleinanzeigen-WG macht, würde ich gerne auf TikTok in Shorts oder sonst wie was machen. Es ist spannend, weil das ja konterintuitiv ist, ne? Weil auf TikTok ja noch mehr als auf YouTube jedes Content-Piece für sich steht, wie du gesagt hast. Ne? Es gibt keine Chronologie. Ne? Also auch auf mit der Kleinanzeigen-WG haben wir das gleiche Problem. Also die Leute steigen, oder was heißt ein Problem, ist eben kein Problem. Die Leute steigen an irgendeiner Stelle ein, weil irgendwas im Algorithmus ihnen reingespült wurde. Und dann schauen sie in einer beliebigen Reihenfolge die Folgen. Und ja, ich glaube, dass dieser Insight, ne, also dass wir Geschichten wie zum Beispiel eine Sitcom, also How I Met Your Mother, dieser Honey, I'm Home-Moment einfach ermöglicht, dass ich an jeder Stelle reinsteigen kann. Also ich verstehe sofort das Setup, ich verstehe sofort, wie die Dinge zusammenhängen und brauche dafür nicht den Kontext der anderen Folgen. Aber ich finde es spannend, dass du sagst, dass ich das eben auch auf ja den kurzen Feed, also Shorts, Reels, TikTok, auch übersetzt in deinen Augen. Und ich glaube, dass diese Tiefe herzustellen ein essentieller Baustein ist, um eine Marke wirklich in den Köpfen zu verankern und wirklich eine Perspektivwechsel auch zu erzeugen bei Kundinnen. Ich glaube da auch ganz fest dran, wirklich, dieses was du auch gerade angesprochen hast, das ist doch immer, GZSZ läuft seit unendlich vielen Jahren so, du schaust, wenn du da, auch wenn du es 2 Jahre nicht geguckt hast, du schaust mal 2 Folgen, plötzlich weißt du schon, okay, da gibt's das und das, die Dreiecksbeziehung und du bist wahrscheinlich schon wieder hooked. So, das ist einfach krank, was, das ist so viel in dieser schnelllebigen Welt, so viel Konstanz einfach, weil, also jetzt nicht, dass das GZSZ als Institution eine Konstanz ist, die hier die Gesellschaft am Leben hält, so meine ich das nicht, aber so dieses, die müssen nicht immer was Neues erfinden. So klar ist der Plot immer ein bisschen anders, dann kommt eine Person dazu oder sonst wie was, aber es ist so insgesamt, es ist glaube ich auch viel entspannter, wenn du halt weißt, okay, wir wollen langfristig irgendwie was erzählen und nicht heute so, morgen so, weil es ist voll anstrengend. Und das ist ja bei mir genauso und das ist ja auch im Geschäft so, um dir vielleicht den Bogen nochmal zu schlagen. Wenn du weißt, ich habe die letzten Jahre unglaublich viel verschiedene Sachen gemacht, aber eins war immer im Kern gleich. Und das frage ich zum Beispiel Leute auch im Bewerbungsgespräch. Was magst du denn gern im Kern machen? Bei mir ist es reden. Ich rede gerne vor Leute. Das war schon immer so. Ich habe Fernsehen gemacht, ich habe Radio gemacht, ich stehe auf Bühnen, ich halte Workshops. Ja, vielleicht mache ich auch immer irgendwie, mal rede ich über das, mal rede ich über das, mal vor denen, mal hier, mal dort. Aber eine Sache zieht sich immer durch. Ich rede gern. Und wenn du so eine durchgängige Sache hast, dann fällt es dir einfacher, verschiedenste Dinge zu machen, aber du stehst für was, du weißt, das ist das, was ich gerne mag, das ist meine Identität auch irgendwo, das ist nur das, was ich liebe. Und es ist egal, wo du es dann machst. Und ich rede an der Hochschule oder auf einer Bühne, vor Kids aber oder vor Erwachsenen, vor Friseurinnen und Friseuren oder auch vor Vorständen. Und ich glaube, dass man sowas beim Content im besten Fall auch finden soll, weil dann ist es auch viel, viel einfacher. Ich gehe nicht heute raus und denke mir, über was kann ich heute Social Media technisch reden? Die Basis ist immer bei mir zum Beispiel beim Content Video. Irgendwas mit Video. Wir machen immer irgendwas mit Video. Und dann kann es mal Storytelling sein, dann kann es mal Schneiden sein, dann kann es mal Filmen sein. Aber im Kern ist immer Video. Und es macht mir das Leben einfacher und es macht auch greifbarer für die Leute. Und wenn ich noch enger sein würde, hätte ich viel größere Chance zu wachsen, viel schneller. Aber ich will mir es dann doch ein bisschen offen halten und das Thema Video von verschiedensten Seiten bespielen. Und ich glaube nicht, dass es wirklich schneller geht, wenn du dich aufteilst. Also eines unserer wichtigsten Learnings, zumindest auf YouTube, war auch mit Kleiner Bahana, dass der Fokus, sich auf eine Sache zu konzentrieren, viel, viel besser funktioniert, viel, viel erfolgreicher ist, als alles zu machen. Und ich glaube, dass das, was du sagst, mit der Passion finden, ne? Also das klingt so, als wäre das nur für Menschen so, aber es ist ja für Unternehmen genau das Gleiche. Ein Thema, einen Treiber zu finden, der
die Grundlage für deine Kommunikation ausmacht, kann total helfen, glaube ich, einmal in der Themenfindung, in der, was du produzierst und auch letztendlich eine Community zu bauen, um das herum, was dir wichtig ist. Und das ist natürlich am Ende, hat das auch einen Business-Impact, aber ich glaube, dass das tatsächlich für die Herleitung deiner Social-Media-Strategie ein total wichtiger Baustein sein kann. Und das ist halt auch super spannend, ohne jetzt irgendwie so, weil ich bin da nicht der größte Freund von, weil dieses Wort so heftig ist, aber so ohne jetzt an Purpose oder so zu denken. Aber die Marken, die sich einer Sache verschrieben haben, die können alle Sachen machen. Das ist so, wenn du, und vielleicht, ich bin da nicht so tief drin, aber wenn ich mir jetzt so vorstelle, wie Viva Con Agua, die können wahrscheinlich alles irgendwie machen, weil irgendwie im Kern geht's immer um so diesen guten Zweck und es geht um Wasser ist ein Menschenrecht. Und es ist egal, ob die irgendwo einen Brunnen bauen oder irgendwo eine geile Werbekampagne machen oder irgendwas. Es ist so, die können alles machen, weil sie wissen, also, weil sie eigentlich nur eine Sache machen wollen. So. Und das ist grandios. Es bietet dir so viel Freiheit. Sag ich ja auch immer, je enger das Korsett, desto kreativer kannst du werden und desto freier kannst du werden. Und es gibt ja so viele Möglichkeiten, so eine Sache zu betrachten, auszuspielen, zu distributieren. Das ist viel, viel spannender. Und ja, du hast vollkommen recht. Und das meinte ich auch vorher noch und vielleicht noch das ergänzend. Ich hätte noch viel, viel mehr und schnelleres Wachstum, wenn ich mich noch mehr einschränken würde innerhalb meines Bereiches. Wie zum Beispiel nicht eben sagen, so filmst du, so schneidest du, sondern nur so schneidest du mit dieser App oder so. Weil dann wissen die Leute, okay, ich mach das. Die nutzen diese App und wissen, okay, bei dem bekomme ich immer das. Das war früher zum Beispiel so, wo ich nur Instagram gemacht habe. Da gab es auch noch keinen TikTok groß und so. Ich habe einfach nur Instagram-Tipps gemacht. Die Leute wussten alles zum Thema Instagram bei Dan. Dan, was ist dir das Wichtigste, was wir mitnehmen aus dem Podcast? Für mich ist das Wichtigste einfach Chancen und Risiken abwägen. Das ist wirklich so. Das ist das, was ich jetzt gerade Tag für Tag mache. Chancen und Risiken abwägen, gucken, wenn das Risiko klein ist, die Chance groß, einfach machen und sich auf die Basics konzentrieren. Wenn ihr mit Dan arbeiten wollt, dann würde ich euch vorschlagen, schreibt ihr ihm, damit er im Call nicht die ganze Zeit hier im Podcast erzählen muss. Also geht auf kurzmal.co und guckt euch noch die Kundenliste an. Und vor allem freue ich mich, wenn ihr mit Dan zusammenarbeitet, weil ich glaube, dass Dan nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere sehr, sehr gut auf den Punkt bringen kann, wie man erfolgreich den ganzen kurzen Kanälen ist. Deswegen Shoutout an kurz mal und ich freue mich, wenn ihr euch bei Dan meldet. Danke nochmal für die Einladung, die Plattform. Buh, buh, buh.